So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, der Adi ist auch wieder am Start und heute ist er auch nicht auf Koks, glaube ich zumindest. Ja, sieht gut aus. Wir öffnen wieder das Türchen und was ist heute los? Es ist so dunkel draußen. Wollen die mich eigentlich verarschen? Jetzt muss ich das Licht anmachen. Jetzt blendet das von hinten, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir öffnen heute das Türchen Nummer 19 beim Adi Adventskalender und wir haben wieder diese komischen kleinen, ich weiß nicht mal, was das sein soll da drin. Adi, siehst du das? Schnüffelst du? Weil ich tue es einfach raus. Wir müssen Zeit sparen. Das ist eigentlich so ein Witz. Guckt euch das doch mal an. So wenig Zeug. Und der Adi, ich sag's doch, heute nicht auf Koks. Heute langt er zu. Heute frisst er. Heute ist die Hand feucht und... Adi, es ist schon leer. Guck, es ist leer. Oh ja. Abschmieren! Nur wenn es sein muss. Ansonsten reicht für den Ei nur ein Kuss. Genau. So, dann müssen wir auch heute nichts ins Waschbecken reintun. Da bin ich kurz abgedriftet. Wir haben aber auch das Biertürchen aus dem Bier-Advents-Kalender. Diesmal da unten. Und ich muss immer noch sagen, ich bin schwer enttäuscht von euch. Ihr macht nicht richtig mit, ja? Ich habe darauf vertraut, dass ihr die Gesamtpunktzahl der Biere immer und das jeweilige Video schreibt, was das jeweilige Bier erreicht hat, damit ich dann weiß, welches das Beste ist. Irgendwie macht das keiner. Jetzt weiß ich doch gar nicht, welches Bier wie viel hatte. Letztes Jahr habe ich hier dieses komische Heft, ne? Habe ich hier dieses Heft genommen, habe das ausgefüllt, hinten die Tabelle, Name, habe die Punkte verteilt für Etikett, Farbe, Schaum, Geruch und Geschmack. Und dann wusste ich genau in der Übersicht, was ist. Dieses Jahr habe ich euch vertraut und ihr lasst mich hängen. Oh, okay. Wir haben das nächste Bier. Das sieht erstmal so aus oben und ich bin begeistert und sage, das wird was, ne? Das sieht schon sehr einladend aus. Ich finde, weiß ist eine edle Farbe. Viel mehr sollte immer mit weiß und irgendwas gemacht werden. Das sieht gut aus. Wenn ich dann aber das Etikett, also diese... Was ist das? Einfach nur irgendwie dran gefriemelt. Total krumm und schief. Das zieht sich hier hoch. Das ist hier eingewölbt und... Ja, Aldersbacher Kloster Weiße Dunkel. Weiß, Dunkel, ja was denn nun, entscheide ich mal. Das ist wieder so altes, pappiges Papier. Papier ist halt immer Pappe, versteht ihr? Und ich weiß nicht, das ist schon nicht schön hingezaubert. Hinten drauf sieht's fast normal aus. Normales, pappiges Bier mit 5,1%. 12 Bittereinheiten. Was heißt das jetzt? Ist das bitter? Ist das nicht bitter? Aber vorne drauf, das ist, glaube ich, das schmalste Etikett, was ich bisher gesehen habe. Aldersbacher Klosterweiße Dunkel. Original Flaschengärung. Hat viel verschnörkelte, alte, gammelige Schrift. Hat hier eine Stadt. Bestimmt ist das Aldersbach. Wer schon mal da war, schreibt es in die Kommentare. Von den Farben her wirkt es sehr unspektakulär, ist sehr historisch gehalten. Man kann das Logo hier alles dabei, diese Aufmachung, kann man mögen, muss man nicht. Mir gefällt es jetzt nicht so krass. Es ist mir alles wirklich zu alt. Ich denke, da liegt eine Weinflasche 10 Jahre verschollen im Keller. Du findest die, du musst den Staub abmachen und dir einen reinsaufen. Aber mir fehlt das jugendlich Spritzige, ihr wisst Bescheid. Für das Etikett würde ich, weil es mich einfach gar nicht an Bier erinnert, eine 2 von 5 Punkten geben. Sieht für mich immer noch aus wie eine Weinflasche. Wir machen es aber wieder auf. Ja, die hüpft im Kreis rum vor lauter Erregung. Wir füllen es ein in unser Bier-Tasting-Glas. Ich muss das morgen eher aufnehmen, bevor es dunkel wird. Klingt eigentlich unlogisch. Ihr denkt, ich nehme das um 6 auf.
und danach wird's hell, aber eigentlich nehme ich das immer am Tag, aber ist egal. Wir schenken jetzt einfach ein, hier unser Aldersbacher Kloster Weiße Dunkel, ja? Das ist nämlich sonst nicht schön, wenn das im Thumbnail immer so, weiß ich nicht, das Thumbnail muss sitzen, das Thumbnail, wie haben sie es auf dem Klo, muss das einfach sitzen. Wir hören auch schon auf mit Einschenken. Mann, ist da viel Schaum drin, ich sag's euch. Und es bildet sich oben schon wieder Watt. Die Farbe finde ich sogar eigentlich sehr interessant. Obwohl es ist natürlich extrem trüb. Ich muss den Schaum wegmachen, es geht nicht anders. Die Farbe ist extrem trüb, ist dunkel. Man könnte sagen, es ist kräftig, aber es ist mir zu trüb. Deswegen Farbe. Wenn es etwas klarer wäre und so 5 und 5. Ist nicht, ist trüb, aber trotzdem kräftig. Farbe finde ich trotzdem ganz cool. 4 von 5 für Farbe geben wir mal. Bei euch sieht das ja alles viel besser aus, wenn da hinten das Licht so durchleuchtet. Farbe Schaum, 4 von 5, ne? Schaum ist ja da. Geruch. Riecht wie ein leckeres Bier. Und irgendwie auch etwas süßlich. Kann ich eigentlich nichts dran aussetzen, aber finde es gleichzeitig sehr interessant. Ich glaube, ich würde bei Geruch sogar 5 Punkte geben. Wenn ich überhaupt noch was rieche mit meiner verkorksten Nase. Verkorkst, ne? Nicht, was ihr denkt. Ja, würden wir probieren. Wir haben 2, 4, 5. Das Etikett reißt wieder alles runter. Egal, wir probieren mal kurz einen Schluck, wenn ich mich durch den Schaum gekämpft habe. Moment. Es ist... Du kannst ja nicht trinken, wenn der ganze Schaum da rumhängt. Wir müssen erstmal versuchen, Stück für Stück den Schaum abzuarbeiten. Obwohl, so wird... Jetzt kommt's zum Mund, glaube ich. Ich glaube, ich bin begeistert. Es tut mir so leid um dieses vergabbelte Etikett. Denn nachdem es da eigentlich gut aussieht und auch gut riecht, schmeckt es eigentlich auch richtig gut. Beim Trinken, es ist nicht wässrig, ihr habt was da, aber einen angenehmen Geschmack. Wenn ihr absetzt, kommt so eine richtige Weißbiernote durch. Ist aber nicht bitter, nicht unangenehm. Es schmeckt einfach. Ich kann es nicht beschreiben, keine Ahnung. Ihr könnt trinken. Es ist angenehm. Ihr setzt ab. Es kommt keine böse Überraschung. Es ist immer noch angenehm. Es hat immer noch einen leicht süßlichen Touch. Eine Weißbiernote dabei. Ist gleichzeitig dunkel. Ist sehr überraschend. Also... ich glaube, das ist das Beste, was ich jetzt hier im Kalender hatte. Leider sieht das Etikett richtig mies aus. Weiß ich nicht. Naja, es schmeckt. Also, es kommt auf die inneren Werte an. Schmeißen wir das Etikett halt auch die Flasche nu. Keine Ahnung. Geschmack würde ich sogar 5 von 5 Punkten geben. Ich bin heute richtig großzügig, deswegen habe ich dem Etikett ja auch nur 2 gegeben. Ich bin heute richtig großzügig, denn vielleicht habe ich auch gerade Bierdurst, ich weiß es nicht. Mich hat es gerade überzeugt, geschmacklich. Von mir 5 von 5 Punkten für Geschmack. Und das ist ja eigentlich wichtig. Tut euer Etikett halt ein bisschen gerade aufbringen. Mit mehr Liebe und nehmt nicht so altes Gammelpapier, sondern dass das schön weiß und elegant ist, wie der Deckel. Der Deckel hat es doch vorgemacht. Der war schön kräftig, spritzig, jugendlich.
Und selbst wenn ihr das jugendlich habt, mit einem kräftigen Weiß-Touch und da eure Schrift drauf macht, auf ein glänzendes Weiß, glänzendes Etikett, das geht immer noch Hand in Hand. Man kann auch jugendlichen Oldschool-Stil vereinen, ja? Aber das sieht alles aus wie Weinflasche im Keller gefunden, Etikett hängt weg, aber schmeckt, ist in der Flasche gereift. Ich bin begeistert, von mir 5 von 5 Punkten. Habt ihr das auch schon mal probiert? Trinkt ihr gerne Weißbier, trinkt ihr gerne Klosterbier oder Dunkles oder wie auch immer? Den Adi muss ich gleich noch füttern, der hängt schon wieder da hinten rum und will raus. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.